Was versteht man eigentlich unter dem Begriff Naturtherapie? Ich würde sagen, die Naturtherapie ist eine Therapie, die Natur als Medium einsetzt, sodass Menschen einerseits mit den natürlichen Prozessen, die ständig ja uns hin ablaufen, in Kontakt kommen, andererseits aber auch damit mit tiefen inneren Prozessen in Kontakt und Berührung kommen, weil es ja nicht so ist, dass wir irgendwelche Wesen sind, die durch den Naturraum spazieren, sondern wir sind ja Natur. Und das, was wir im Außen begegnen, das ist ja genauso in uns drin. Und so würde ich sagen, tatsächlich eine Naturtherapie, die den Namen Naturtherapie verdienen will, muss es schaffen, dass sie Menschen mit diesem Medium Natur, mit sich selbst eigentlich letztendlich in Kontakt bringt. Wir nehmen die Natur so wichtig und die Verbindung der Menschen mit Natur so wichtig, dass wir diesem Phänomen in unserem Therapiekonzept eine eigene Dimension einrichten. Dimension heißt einfach, dass wir neben störungsspezifischen Ansätzen, die wir natürlich auch verfolgen, jede Therapie einbetten in ein Milieu. Und dieses Milieu ist geprägt von verschiedenen Dimensionen. Beziehung zum Beispiel ist uns auch eine wichtige Dimension. Aber in den letzten Jahren hat sich halt gezeigt, dass Natur eine immer wichtigere Dimension wird. Weswegen wir auch unser Angebot in Naturtherapien ausgeweitet haben in den letzten Jahren. Naja, wir sind natürlich, sagen wir mal, ein Stück weit auch privilegiert hier in Bad Kissingen, weil wir sind hier mitten in der Natur. Wir haben Wälder, wir haben Wiesen und Auen, wir haben Flusslandschaften, wir haben sogar Moorlandschaften, wenn man etwas weiter nach außen fährt in die Rhön hinein. Und wir haben in den Klinikgeländen genügend Grünflächen, Gärten, spezielle Wege, zum Beispiel den Weg der Weltreligionen, oder im Moment haben wir eine Art Achtsamkeitspfad entwickelt. Aber darüber hinaus gibt es natürlich viele verschiedene Oberflächen, die Natur hat und wo Natur unterschiedlichste Themen anregen kann. Wir haben in den allermeisten Kliniken Gartengruppen, wo Patienten gärtnern und damit oder über das Gärtnern mit natürlichen Prozessen in Kontakt kommen. Wir sind immer schon mit Gruppen, den unterschiedlichsten Angeboten in die Natur gegangen. Und so haben wir Gruppen geschaffen, die letztendlich im Zentrum immer die Frage haben, wie ist meine Beziehung zur Natur? Wie ist diese Beziehung zur Natur vielleicht auch in meiner Entwicklungsgeschichte gewachsen? Gab es vielleicht Störungsmomente in dieser Beziehung zur Natur? Wir haben ja außerhalb von Bad Kissingen, gar nicht so weit von der Klinik entfernt, diesen Wald der Seele vor einigen Jahren eingerichtet. Und wenn man mal durch diesen Wald läuft, dann sieht man, da sind die unterschiedlichsten Themen, eben auch zum Beispiel biografische Themen, angesiedelt und dargestellt, mit natürlichen Mitteln dargestellt. Da gibt es einen Lebenslauf. Stellen Sie sich vor, Sie gehen mit den Patienten mal diesen Lebenslauf ab und bringen Menschen ans Nachdenken, wie ihr Leben verlaufen ist. Oder wenn Sie an die Himmelsleiter denken, da haben Sie das Thema Spiritualität oder Transzendenz sofort. Und zwar eben nicht nur als irgendwie eine Idee, sondern Sie haben das plastisch vor sich. Sie sehen diese Leiter, die nach oben geht. Stellen Sie sich vor, Sie schicken einen Patienten in das Labyrinth. Ich war selbst in dem Labyrinth. Das war eine ordentliche Herausforderung, um den Weg daraus zu finden. Nur wenn Sie wissen, dass wir mit sehr sensiblen Menschen und auch teilweise sehr verletzten und mit Ängsten besetzten Patienten arbeiten, stellen Sie sich vor, der arbeitet mal in so einem Labyrinth, wo er eben nicht die Kontrolle hat oder nicht gleich die Kontrolle hat, dann sind da automatisch ganz viele Themen angesprochen. Nur wenn Sie ins Gelände der Parklinik gehen, werden Sie wahrscheinlich sehr schnell den Achtsamkeitspfad, den Achtsamkeitspark könnte man fast schon sagen, ein kleiner Park, dann werden Sie sehen, dass wir dieses Thema Achtsamkeit an verschiedenen Orten auf eine verschiedene Art und Weise aufbereitet haben. Gehen Sie durch den Achtsamkeitspfad durch, dann werden Sie vielleicht dieses Netz entdecken, was so ein bisschen wie ein Spinnennetz aussieht. Wenn Sie näher hingehen, dann werden Sie mitkriegen, da geht es um Vernetzung, um Verbindung. Verbindung, Vernetzung, Beziehung mal mit so einem Gang, mit einem achtsamen Gang zu verbinden, kann tiefe innere Prozesse in Bewegung bringen. Sie werden vielleicht diese bunte Treppe hochgehen und werden sehen, da sind lauter Begriffe, die man mit Achtsamkeit in Verbindung bringen kann und die in einem menschlichen Leben eine zentrale Bedeutung haben können,
untergebracht. Jetzt geht es natürlich nicht darum, dass Sie da die Treppe in 5 Sekunden hochrennen, sondern wenn Sie langsam, eben wir würden sagen achtsam, ja, vielleicht sogar meditativ, diese Treppe nach oben schreiten und diese Begriffe einfach mal auf sich wirken lassen und es wie ein Spiegel nehmen, dann werden Sie auch automatisch innere Themen, innere Prozesse damit anregen können. Nur wenn Sie durch diesen Achtsamkeitspfad gehen, dann werden Sie natürlich an sehr prominenter Stelle auch diesen kleinen Teich entdecken. Und wenn Sie jetzt mal überlegen, wie wir gesellschaftlich oft mit Zeit umgehen, wie wir gestresst sind, wie wir gehetzt sind. Und Sie bleiben einfach mal für einige Momente vor diesem See stehen und lassen das ruhige Gewässer auf sich wirken. Dann können Sie mitbekommen, wie eine gut gestaltete äußere Umgebung, vielleicht auch mal die Natur selbst, die gestaltet ja auch, plötzlich nach innen zu Menschen kommt und innere Zustände verändert. Vielleicht Stress rausnimmt, vielleicht Druck rausnimmt, vielleicht ja auch einen Druck, eine Brisanz von einem Thema etwas erstmal abpuffert, sodass wir wieder mehr Distanz gewinnen können. Das ist im ganzen Gelände so eigentlich gedacht. Sie werden vielleicht auch dann die Bank entdecken, die zum Sitzen, zum Meditieren einlädt. Aber ich glaube, an dem See kann man das nochmal ganz speziell sehr deutlich wahrnehmen, wenn man einfach vor diesem See steht und wahrnimmt, wie ruhig das Wasser auf einem wirkt und wie dann in einem selbst Ruhe entstehen kann. Insofern kann man sagen, die Natur bietet ein enormes Spektrum an Möglichkeiten, um therapeutisch auf vielen verschiedenen Ebenen zu arbeiten.